Ein wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Roboterkunst. Ich grüße euch. Also Roboter, Staubsauger. Ich habe leider keinen Roboter, der ich einen Döner machen kann. Aber ich habe einen Roboter, der kann saugen und wischen. Und nicht nur das, der M7 Pro von Prosenic, der hat noch ein kleines Gadget, ein kleines Zubehör. Pass auf, das ist kein Fernseher, das ist der Staubsauger-Roboter. Weil ich dazu bekommen habe, ich dachte schon, die hat mir noch einen zweiten geschickt. Das ist das hier. Ja, das ist eine Absaugstation. Ja, da fährt der Roboter dann hin, wenn er fertig ist mit Saugen. Und wird er automatisch entleert. Und da kann man aus der Absaugstation dann wiederum einfach einen Beutel rausnehmen, da ist der ganze Dreck drin. Kann man sich doch mal Arbeit sparen. Wurde mir von Prosenic zur Verfügung gestellt. Danke dafür. Und da habe ich auch einen Gutscheincode. Den kann man erstmal bei Amazon bestellen. Also 24-Stunden-Lieferung, wenn man das halt kennt, für 380 Euro. Aber den gibt es auch im alten Shop. Da ist erstmal günstiger. An sich, das ist vom Dollarkurs ein bisschen abhängig, so ungefähr 330. Außerdem habe ich dann für den Store von Prosenic noch einen Gutscheincode. Und zwar 10%. Das heißt, die gibt es wirklich deutlich günstiger. Die Konkurrenz der Roboter-Staubsauger mit Absaugstation ist überschaubar. Also der kann saugen, der kann wischen, er hat die laserschräger Kartennavigation und es gibt noch die Absaugstation dazu. Sieht ein bisschen aus wie eine Kaffeemaschine, die zeige ich euch eh gleich. Schön, dann natürlich gibt es die App-Steuerung, das ist ja klar. Die App zeige ich euch nachher auch noch im Speziellen. Mit Sprachsteuerung durch Sprachassistenten, Alexa zum Beispiel. Das zeige ich euch wiederum nicht, nutze ich nämlich nicht. Was gibt's denn da? Karten mit mehreren Ebenen kann man speichern, Sperrzonen einrichten und von überall aus die Reinigung starten oder stoppen. Ist ja klar, weil die App, das läuft ja über WLAN, also kommuniziert über WLAN mit den Staubsauger-Robotern. Da könnt ihr den Robotern natürlich auch aus der Ferne Befehle geben, soweit ihr halt im gleichen Netz seid. Leider nur Befehle wie saugen und wischen. Döner machen, Kaffee bringen, wer weiß, vielleicht in der nächsten Generation. Was gibt's noch? Eine professionelle Teppicherkennung. Das kann ich ja auch. Teppich! Ja, der liegt wirklich einer. Während ich aber also dann also nur den, also sehe den Depsch und das mir dann eigentlich schon ziemlich egal ist, würde der Staubsauger dann in dem Falle, wenn er halt erkennt, dass er jetzt über Teppich fährt, die Saugleistung erhöhen. Weil Teppich zu reinigen ist ein bisschen schwieriger als, was weiß ich, Parkettboden. Der hat noch Y-förmige Wischfunktion, was irgendwie effektiver ist als normal wischen. Steht ja aber einfach nur so. Das ist jetzt nicht genauer erklärt, außer dass es halt super effizient ist. Aber vielleicht kennst du einen und denkst, wow, der kann Y-förmig wischen. Meine Güte, das ist krank. Das ist krank. Geeignet für Depsch, Glattböden. Eine automatische Aufladung, ist ja klar. Also wenn er keinen Sprit mehr hat, dann fährt er zurück. Holt sich Sprit und dann fährt er weiter, wenn er noch nicht fertig war. Schön, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und wir packen es mal aus, das gute Stück. Ich hatte mit Sicherheit auch schon meinen Prosenic hier vorgestellt. Ich habe sie gerade gar nicht genau im Kopf, welchen. Aber ich nutze auch selber noch so einen China-Staubsauger-Roboter. Aber einen günstigeren. Ich glaube, meiner hat glaube ich, nicht mehr Lasernavigation. Aber trotzdem, ich bin immer zufrieden. Na, ganz ehrlich, das Ding saust durch. Und ja, klar, die einfacheren, die brauchen dann halt ein bisschen länger. Und ja, können natürlich dann auch nicht wischen. Da muss man halt genau wissen, ob ich das brauche oder ob ich das nicht brauche. Wenn ich zum Beispiel eine Ausliegware in meiner Wohnung habe, ist Wischen natürlich ein bisschen sinnlos. Aber wie gesagt, selbst bei den günstigeren Staubsaugerrobotern, die Bude ist danach wirklich sauber. Ich bin ein Fan von Prosenic. Pappe. Handbuch. Pack ich nicht aus. Ich denke, ihr habt ungefähr eine Vorstellung davon, wie Handbücher in der Regel aussehen. Batterien. Das 7 Lieferumfang in Teil, das ist ja, das sparen sich die meisten. Ja, die gehen wahrscheinlich davon aus. Batterien. Der jeder. Schön, aber hier welche dabei. Ja, wofür? Nein, der Staubsaugerroboter, der fährt nicht mit 2 AA-Batterien. Das ist wahrscheinlich für die Fernbedienung, die auch wieder dabei ist. Um den Roboter halt wahlweise mit dem Smartphone über Sprachsteuerung oder eben mit der Fernbedienung zu steuern. Schön. So, wir machen jetzt crazy Unboxing hier. Plastik. Also ich muss aber, das ist jetzt so eine allgemeine Kritik, das hat jetzt nichts speziell mit Prosenic zu tun, aber das alles einzeln verpackt werden muss in Plastik, das geht mir auf die Ketten. Erstmal dauert so ein Unboxing viel länger und dann ist es halt Müll produzierend. Das sind Fließtücher, ne, wenn man halt wischen möchte, das sind so Einwegdinger, die halt nach dem Benutzen, kann man bestimmt auch mal kurz auswaschen, davon abgesehen, aber die halten halt nicht so lange. Schön. Sind schon welche dabei, gleich ein Package. Staubsaugerroboter. Komm mein Freund. Oder wie ich ihn nenne, also Roboter-Sklave. Genau. Hier sind der Mehrweg-Wischtücher dabei. Ja, das kann man ja abnehmen, in der Regel. Ich gehe mal davon aus, das geht ja auch. Man möchte ja vielleicht dieses Fließtuch dran pappen. Seht ihr, da ist Klettverschluss drunter. Wisst ihr schon mal Bescheid.
So, Staubsaugerroboter, jetzt wirst du aber erstmal aus deinem Plastikgefängnis befreit. Ach, komm schon. Ah, kleiner Hinweis, man soll die Tüte nicht über den Kopf ziehen. Danke, ich war kurz davor. Wie oft ich schon den Erstickungstod entgangen bin, weil solche Hinweise gefehlt haben. So, den halte ich jetzt mal kurz in die Kamera, den gibt es auch gleich jetzt nochmal in der Großansicht. Da will ich noch ein bisschen weiter auspacken. Ersatzkantenbürsten, ich habe gerade gesehen, welche waren schon installiert. Also sind die beiden hier Ersatz, das ist ganz gut. Hier eine klassische Ladestation. Ich muss mal schauen, ob die Ansaugstation oder die Absaugstation die Ladestation ersetzt. Das weiß ich im Moment noch nicht. Ich glaube aber schon. Hier ist die von mir erwähnte Fernbedienung. Aber eigentlich brauche ich die Batterien gar nicht einzulegen. Ich werde das ja eh mit der App steuern. Aber schon mal gezeigt, die ist halt auch dabei. Die Batterien legt man hier ein. Wahlweise auch Akkus. Schön. Hier ein Steuerkreuz, um das Ganze zu steuern. Per Hand. Kann man irgendwo hinfahren, Katzen jagen. Schön. Hier ist ein Ersatzfilter drinne. Sehr gut. Also Ersatzkantenbürsten, Ersatzfilter. Wir haben Ersatzfließtücher für die Wischerei. Und ja, hier ist noch ein Netzteil. Das zeige ich euch jetzt nicht groß. Ist halt ein Netzteil. Der Bursche kommt gleich dran, aber wir wollen die Absaugstation herauspacken. Ja, komm schon. Karton im Karton. Warum nicht? Okay, nochmal ein Handbuch. Extra für die Absaugstation. Okay, zwei Beutel sind dabei. Mal schauen, wie das hier... Wenn man das installiert. Ach nein, drei Beutel sind dabei. Das sind zwei Ersatzbeutel. Einer ist schon vorinstalliert, wie wir hier sehen. Der wird hier reingeschoben. Da ist eine Führung. Und ja, da kann man es dann auch einfach rausziehen. Seit die Lasche kann man es auch reinklappen. Und jetzt einfach nach oben weg. Und dann kann man den Beutel, so wie er ist, einfach entsorgen. Und dann den nächsten rein. Im Prinzip, wie man es von klassischen Staubsauger kennt. Außer natürlich bei den beutellosen Staubsaugern, weil die waren beutellos. Die Absaugstation hat natürlich ein eigenes Kabel. Also die Ladestation ist praktisch zusätzlich. Kann man ja vielleicht als zweite irgendwo hinmachen, keine Ahnung. Und dann fährt er hier rein. Zack. War das jetzt überhaupt richtig? Zack hier. Wo sind die Kontakte? Ah, wow, der kann vor- und rückwärts reinfahren. Das habe ich ja noch nie gesehen. Zählt euch das mal rein. Der hat hinten Kontakte und vorne. Okay, der wird wahrscheinlich davon abhängig sein, ob er auf die Ladestation möchte oder in die Absaugstation. Ach, die haben sich hier jetzt aber schon ein bisschen... Naja. Wenn der Staubsauger drauf steht, dann werden die sich auch wieder korrekt wieder zurückbiegen. Diese Transportplastikdinger hier, die müssen natürlich raus. Das ist nur, um vorne den Kollisionssensor hier in einer Position zu halten, mit der während des Transports nicht kaputt gehen kann. Also vier Kontakte hier zusätzlich noch Staubfach. Ist ja klar. Da kann man dann hier einfach rausnehmen. Siehe da, hier ist der Filter, den ich meine. Hier oben, da ist dann ein Ersatzfilter dabei. Hier ist gleich noch ein Tool zum Saubermachen. Das ist auch ganz praktisch und finde ich gut, dass es hier mit dem Staubsauger untergebracht wurde. Das sind solche kleinen Details, finde ich, die zu gefallen wissen. Ja, hier auch gleich Reinigungshinweise mit dabei. Das ist auch ganz fantastisch. So, einfach wieder rein. Und das war's. Das hier kann man natürlich auch rausnehmen, um es zum Beispiel zu reinigen. Seht, das ist die Bürste, die dreht sich dann bei Betrieb. Können wir jetzt hier einfach rausnehmen. Ist einfach reingelegt. Ist ziemlich praktisch. Und dadurch, dass die dreht, dreht die dann halt den Schmutz rein. Da haben wir einmal hier die Bürste. Wir haben auch zusätzlich noch eine Gummilippe. Ne? Das ist schon mal ganz gut gemacht. Ganz solide. Machen wir mal wieder zu. Hat man natürlich ein bisschen den Nachteil, dass auch Kabel gerne mal reingezogen werden. Dafür haben wir jetzt hier zwei Metallstäbchen, die das so ein bisschen verhindern sollen. Gefederte Füße. Hier vorne wird gelenkt. Und die beiden bekannten Bürsten, ja, die drehen sich. Und die kann man halt auswechseln. Einfach abmachen. Die sind nur gesteckt. Schön. Drehen wir den Burschen mal um. Hier haben wir einen Taster. Der obere Bereich ist an und aus und der untere Bereich ist home. Wenn man drauf tippt oder drauf drückt, dann fährt er halt zurück und lädt sich auf. Hier ist das Lasertürmchen, der ist ziemlich kompakt, muss ich sagen, Laserturm. Das Gerät selber hat 8 cm Höhe, das ist in Ordnung. Man muss ja auch unter dem Möbel halt runterkommen. Hier auch in meinem Profil gezeigt, Saugleistung ist 2700 PA angegeben. Und ja, für das, was er kann und für das, was er saugen soll, ist die Bauhöhe absolut in Ordnung. So, wenn er wischen soll... Klippt mir da einfach den kleinen Wassertank dran, den ich euch gezeigt habe. Hier ist eine kleine Taste, reindrücken. Und hier auch eine kleine Taste, reindrücken. Und dann kann man den jetzt einfach wieder abnehmen. Und jetzt ist wieder nur ein Staubsauger. Schön. Ich denke mal, damit haben wir alles. Der Laserturm ist halt dazu da, im Gegenteil Hindernisse wahrzunehmen. Ja, Laser da halt eine Richtung. Man kann natürlich auch wahlweise Alien-Invasionen damit abwehren. Ja, dann ist das ein kleiner Kampfroboter, dann piu, 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 piu. Ja, und hier vorne halt Kollisionssensor, wenn irgendwo dagegen fährt. Der hat hier unten aber auch, ich habe jetzt gar nicht gesehen, aber der hat auch Absturzsensoren, dass wenn er, nein, da vorne sind sie ja, ganz vorne seht ihr, da glänzen sie. Und dass, wenn er auf den Abgrund zufährt, dann halt sich nicht in den Tod stürzt. Das kommt aber darauf an, wie er den behandelt. Also,
kann dann schon mal vorkommen. Wenn er nur schimpft, dann stürzt er sich in den Freitod. So, schalten wir mal an. Und da sehen wir, sind auch beleuchtet die Tasten. Schön blau. Spricht Chinesisch. Aber das kann man mit Sicherheit noch in der App umstellen. Da habt ihr das jetzt mal so eine kleine Demonstration gesehen, wie der gute Roboter durch die Gegend fährt und alles sauber macht und überall drunter fährt. Gründlicher kleiner Bursche, nicht wahr? Ist auch erstaunlich gut mit meinem Langhaarteppich von Kurzhaarkatzen klargekommen. Also ist problemlos hochgefahren, ja, relativ schnell, hat sich jetzt auch nicht groß verkeilt. Der hatte aber schon so einen kleinen Tester gehabt, ne? Der hat diesen Türstopper mitgenommen, auch volles Produkt. Und ist ein bisschen auf den drauf rumgefahren, aber hat es gebacken bekommen, auch relativ schnell. Also wieder runter und dann hat er weitergemacht. Dann wieder seine Wege gezogen und die ganze Zeit natürlich immer unter Beobachtung der App. So, da kommen wir gleich. Die Ansaugstation, das war das erste Mal, dass ich jetzt so einen Roboter mit so einer Absaugstation habe, war eigentlich ganz interessant, ja. Der dreht sich dann halt mit dem Arsch, fährt er dann rein, damit unten der Behälter halt entladen werden kann. Und jetzt kann man das eben oben aus der Absaugstation einfach als Beutel rausnehmen. Hier, nochmal kurz die App gezeigt. Wir sehen die Reinigungsfläche, das waren jetzt 5 Quadratmeter. Hier ist die Karte, die er dabei erstellt hat. 5 Minuten ist jetzt in der Gegend, also rumgefahren. Jetzt kann ich eine Sperrzone einrichten, dass der dann, das geht natürlich nur, wenn er die Karte bereits, also wenn er bereits die Räume kartografiert hat. So, jetzt kann ich der Sperrzone hier Namen geben. Natürlich Möb, ist ja klar, super. Und jetzt kann ich die hier halt einstellen in der Größe. So, seht ihr, die wäre jetzt hier die Sperrzone. Brauche ich jetzt an der Stelle nicht, ist auch egal. Hier steht der Roboter, Moment,
Und auch die Ansaugstation, beziehungsweise die Ladestation, das hat er jetzt hier erkannt. Ja, und wenn er jetzt losfährt, dann kann man halt in Echtzeit verfolgen, wo er gerade unterwegs ist. Jetzt kann er auch benutzerdefinierte Bereiche erstellen. Das ist dann das Gegenteil von der Sperrzone. Da soll einfach intensiv gereinigt werden. Das kann ich sogar temporär speichern. Das heißt, das macht er nur den einen Durchgang und danach wird die Zone wieder gelöscht. Jetzt kann ich auch reinigen stellen. Da fährt er einfach in der Gegend rum. Standard. Wow. Leistungsstarker Modus, jetzt kann ich mir einstellen, in welcher Saugleistung der saugen soll. Unter mehr finden wir dann die restlichen Funktionen. Mehr Zonenreinigung, Y-förmiges Wischen, das womit die halt so beworben haben. Also da wischt er halt in irgendeinen anderen Mustern, das soll dann besonders effektiv sein. Nicht stören, regelmäßige Reinigung, können wir uns also auch Zeitpläne erstellen, der fährt automatisch los, wenn es soweit ist. Reinigungsrekord, ein bisschen blöd ausgedrückt, aber da kann ich mir noch anschauen, welchen Tag, welchen Datum, welcher Uhrzeit, der halt wann, wo, wie viel gereinigt hat, wenn es mich interessiert. Bereich Reinigung, vorgesehene Reinigung, kann ich den wahrscheinlich irgendwo hinschicken direkt und den da reinigen lassen. Es geht natürlich alles nur, wenn der das bereits kartografiert hat, die Reinigung, Tiefenreinigung ist halt intensiver. Gerät neu starten, Gerät updaten, interessant, mal schauen. Die Version ist die neueste, aber es ist möglich, die Firmware zu patchen, okay. Ihr seht ja, die App selber ist auf Deutsch, das wird dann von dem Telefon aus gelesen, aber ja, aber die Sprachausgabe lediglich vom Roboter ist auf Englisch, was ja nicht das Riesendrama ist. Okay, jetzt sehe ich hier Filter, die Seitenbürsten, den Pinsel, den Sensor, wie viel Prozent das ist, ist so eine kleine Maßgabe, wann ich das nachbestellen sollte, das Verbrauchsmaterial, sollte man sich ein bisschen mit eindecken, dann weiß man nie, wie lange das verfügbar ist. Einklick Staubsammlung. Ich kann das auch per Hand aktivieren, dass eben der Behälter hier von der Absaugstation geleert wird. Eins ist mir noch aufgefallen, ihr habt ja den Reißtest gesehen, den ich unten verstreut habe. Saugt er an sich locker weg, also die Saugkraft, das ist überhaupt kein Thema. Das Problem ist nur, dass die Kantenbürsten, die drehen sich teilweise wirklich mit so einem Highspeed, dass die den Reiß vorher wegschubsen. Ansonsten zieht er halt seine Bahn und macht alles vernünftig sauber. Da bin ich schon sehr zufrieden damit. Die Kantenbürsten sind ja auch sinnvoll. Das heißt nicht umsonst Kantenbürsten, sind halt dafür da, um auch Kanten halt richtig sauber zu machen. Der Saugvorgang an sich selber ist auch ziemlich leise. Ich habe nur gehört, dass man eine der Kantenbürsten wahrscheinlich, weil die so verdreht ist, irgendwo angeschlagen ist. Aber bei der Standard-Saugeinstellung, das ist ja auf Mittel eingestellt, in der Standardeinstellung, muss ich sagen, ist der wirklich verdammt leise. Ja, das habe ich nicht gedacht. Das Zurückkehren zur Ladestation, habt ihr gesehen, das war auch ziemlich zuverlässig. Beim Absaugvorgang fährt er kurz raus, dreht sich, fährt wieder rein, wird abgesaugt, fährt wieder raus, dreht sich, fährt wieder rein. Geht erstaunlich gut. Und ich habe ja zweimal den wieder zurückfahren lassen. Einmal eine kürzere Strecke, einmal eine längere Strecke. Hat er recht schnell gemacht, oder sich jetzt zweimal oder dreimal verfahren hat irgendwo. Das passiert ja auch manchmal. Also in Bezug auf Navigation und in Bezug auf das Reinigen wirklich ziemlich gut. Nur eben die Geschwindigkeit der Kantenbürsten, das ist manchmal ein bisschen zu krass, weil halt dann durchaus leichtere Partikel halt weggeschnipst werden können. Okay, manchmal ein bisschen Platz. Ihr seht mich ja gar nicht mehr. Ja, es ist ein ganz schönes Equipment. Die Absaugstation und der Roboterstaubsauger. Okay, insgesamt eine recht interessantes Setup, muss ich sagen. Also wenn man bedenkt, was der kostet, erst recht, wenn man sich aus dem Store bestellt. Ich verlinke euch beides unten in der Videobeschreibung über den Store. Wie gesagt, habe ich auch noch einen 10% Gutschein, da ist der günstiger. Aber auch bei Amazon. Wenn man bedenkt halt, was der kostet, kann der ziemlich viel. Wir haben die Lasernavigation mit der Karte. Die App finde ich soweit ganz okay. Ihr habt gesehen, die ist nicht so einwandfrei übersetzt. Und die Sprachausgabe von den Roboter selber ist auf Englisch. Können wir jetzt dran Anstoß nehmen? Muss man aber nicht unbedingt. Zubehör ist reichlich. Wir haben die wichtigsten Teile als Ersatz dabei. Wir haben die Fernbedienung dabei. Wir können alternativ mit der App steuern. Wir können aber auch nochmal alternativ über die beiden Tasten hier steuern. Wir haben relativ viele Funktionen mit der Sperrzone und mit Zonen, die intensiver gereinigt werden sollen. Er kann saugen und er kann wischen. Und zumindest in Bezug aufs Saugen kann das dann durch die Station abgesaugt werden, der Dreck. Und kommt dann direkt in den Staubbeutel. Also, wie gesagt, ziemlich viele Features, die lassen sich auch mal wieder was Neues einfallen, ja. Um die nächste Generation Staubsaugerroboter noch attraktiver zu machen. Verarbeitung macht einen ganz guten Eindruck. Auch jetzt der Staubbehälter, wenn man den jetzt reinklippt oder rausnimmt, da wackelt nichts, hat kein Spiel. Wie gesagt, verlinke ich euch alles in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Ich habe noch einen weiteren Staubsaugerroboter noch auf Tasche. Der ist, glaube ich, auch gar nicht mehr so schlecht. Schaut unten in die Videobeschreibung nach, da sind allerlei nützliche und sehr hilfreiche Links. Also nicht nur zu den Roboter, auch zu meiner Website, zu meinem Zweitkanal. Ihr könnt mich unterstützen über Amazon, ihr könnt mich unterstützen über PayPal, wenn ihr das mögt. Außerdem findet ihr auch noch eine Tabelle mit Produkten, die ich empfehle, aber im Low-Budget- und Ultra-Low-Budget-Bereich in Bezug auf Smartphones, Tablets und ich glaube ein, zwei Notebooks sind auch drin. Schön. Reicht an Promo. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.